Ihr habt ja vor einigen Wochen bestimmt von Schlumpfgate bzw. Lorettagate mitbekommen. Also da hat ein Schulleiter eine Schülerin aus dem Unterricht geholt und sie von der Polizei durch die Schule eskortieren lassen, um ihr dann eine Gefährdeansprache zu geben. Also damit die Polizei eine Gefährdeansprache geben konnte. Das Verbrechen der Schülerin war, dass sie pro AfD-TikToks geteilt hat. Also so lustige Videos beispielsweise, wo beispielsweise gesagt wurde, Deutschland ist so blau wie die Schlümpfe, einfach weil in Deutschland die AfD so hohe Umfragewerte hat. Also völlig unproblematische, legale Sachen, die die Schülerin geteilt hatte. Und dafür hat sie, wie gesagt, von der Polizei eine Gefährdeansprache bekommen, nachdem diese sie durch die Schule eskortiert hat und sie vom Direktor aus dem Unterricht geholt wurde. Ja, ihr denkt, sowas kann man nicht verteidigen? Ich habe tatsächlich einen YouTuber gefunden, ich formuliere das jetzt am Anfang noch so neutral, der tatsächlich versucht, das zu verteidigen. Sein Name ist, wir schauen uns das Video gleich an. Aber wenn ihr eine etwas neutralere Einordnung des Ganzen haben wollt oder eine etwas faktenbezogene, dann schaut euch gerne das Video von Geschichten aus Wikihausen an, Markus Fiedler und Dirk Kohlmann. Die beiden nehmen das Ganze auseinander, schauen, was in dem Fall passiert ist, gehen ein bisschen die Medienberichterstattung nach und schauen dann auch noch, was Wikipedia dazu schreibt. Ist zwar anderthalb Stunden lang, aber ist eine relativ gute Aufarbeitung, die auch etwas ausführlicher ist. Naja, aber wir wollen uns ja hier nicht mit langen Aufarbeitungen beschäftigen. Wir wollen uns die volle Dröhnung Regierungspropaganda bieten, die von unserem absoluten Lieblings-YouTuber, würde ich sagen, Hey Wolfi, hier wirklich volle Kanne kommt. Freunde, ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Auch ich bin auf rechte Propaganda reingefallen. Denn hier auf dem Kanal haben wir erst vor kurzer Zeit über ein Phänomen gesprochen, welches ich an dieser Stelle eigenmächtig als Schlumpfgate bezeichnen möchte. Die Geschichte geht ungefähr so. Ein Mädchen teilt ein Pro-AfD-Video mit Schlümpfen. Der Rektor bekommt Meldung davon, holt die Polizei. Das Mädchen bekommt eine Gefährderansprache. Skandal, Blockwart, DDR 2.0, junge Freiheit, die AfD und rechte Influencer haben ihren Spaß. Was haben die Schlümpfe und Deutschland gemeinsam? Sie sind beide blau. Da war ich jetzt fast 3 Jahre lang auf YouTube gesperrt und komme mit so einem heiklen Statement zurück, für das man mich gleich wieder verbannen sollte. Wie krank ist das denn bitte schön? Und wieso werden hier solche Drohungen an das Mädchen gerichtet, anstatt mal direkt diesen linksradikalen Schulleiter für seine Verleumdungen festzunehmen? Erziehe einen oder... Ja, also was Raue hier gerade gesagt hat, 100% richtig. Nee, wie war das? Ihr habt das Video vorhin gesehen, völlig legal, völlig unproblematisch. Es gibt keinen Grund, die Polizei zu rufen. Es gibt keinen Grund, das Mädchen aus dem Unterricht zu holen. Es gibt keinen Grund, sie durch die Schule zu eskortieren. Es gibt erst recht keinen Grund, die Ansprache zu halten. Also für keinen dieser Schritte gibt es irgendeinen sachlichen Grund, außer Einschüchterung, außer, bestrafe einen, erziehe 100. Das ist der einzige Grund, das zu machen, was dort gemacht wurde. Es geht um Einschüchterung von Schülern, wenn sie sich ideologisch abweichend äußern. Einen erziehe 100, so rum ist es richtig, ne? Und sie wird jetzt vielleicht keine Strafe bekommen haben, im eigentlichen Sinne, von Nachsitzen, Strafarbeit oder Geldstrafe, was weiß ich, irgendwas, Sozialarbeit oder sonst was, nein. Aber die Strafe ist ja schon, so vorgeführt zu werden in der Schule. Und auch wenn ich in meinem Video schon damals gesagt habe, dass irgendwas an der Geschichte nicht stimmen kann, es gab schon damals immerhin 2 Versionen, habe ich doch vor allem über Schlümpfe dann gesprochen. Über die Geschichte der Mutter, die vom rechten Hetzblatt Junge Freiheit zur Kronzeugin erhoben wurde. Die zitiert wird, wie sie den Ablauf mit der Stasi vergleicht. Auch wenn die Polizei und die Schule die Geschichte ganz anders erzählen. Sowohl vom Ablauf als auch vom Aufbau. Und ich war damit Teil eines Narrativs, welches die rechte Blase verbreitet hat. Während die Mutter des Mädchens nämlich... War nicht 100% auf dem Regierungsnarrativ, sondern nur 96%. Schweres Verbrechen, das er jetzt hier gleich korrigieren wird. Von Schlümpfen sprach. Davon, dass ihre Tochter von Polizeibeamten aus dem Unterricht geholt und vor der ganzen Schule wie eine Kriminelle abgeführt wurde, sprach die Polizei von Beamten im Flur und im Rektorenzimmer, die nie im Klassenzimmer und auch nicht sichtbar für mehr als eine Handvoll von Schülern max. Das ist jetzt seine Entschuldigung. Also, der Rektor holt sie aus dem Klassenraum. Dann führen die Polizisten sie durch die Schule. Also ja, sie wurde durch die ganze Schule geführt. Und dann kriegt sie Gefährderansprache. Und seine Entschuldigung ist, ja, die Polizisten waren ja nicht mit im Klassenraum. Toll. Also das macht es jetzt natürlich viel besser. Maximal während des Unterrichts. Also für die, die ihr gerade im Chat fragen, guckt euch die Zusammenfassung von Wikihausen an.
Die haben das alles nochmal zusammengetragen und es scheint, wie gesagt, so gewesen zu sein, dass nur der Rektor im Klassenraum war und die Polizisten darum gewartet haben, um sie dann durch die Schule zu führen. Aber es ändert ja nichts daran, dass es für keinen dieser Schritte irgendeine Rechtfertigung gab. Zumindest keine juristische. Die einzige Rechtfertigung dafür ist Einschüchterung. Einschüchterung von Schülern, die sich politisch abweisend äußern. Und das ist ein riesiger Skandal. Und ich weiß auch gar nicht, also das ist völlig absurd, wie er hier das versucht zu relativieren. Ja, da waren. Schon damals war klar, eine Seite erzählt hier also Märchen. Und es waren wohl eher nicht Polizei und Schule, die sich da verdächtig machten. Doch am Ende orientierte ich mich auch an den großen Medienhäusern, wie dem Tagesspiegel, welcher sogar Schlümpfe als Titelblatt wählte. Ich orientierte mich an der FAZ, weil der Reinhard Müller in einem Kommentar von hysterischer Schnüffelei sprach. Ich war ebenfalls beeinflusst vom generellen Hall im Internet. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass das doch nicht alles so sein kann. Und verstärkt wurde ich darin durch die Journalisten und Journalistinnen der Ostsee-Zeitung, die einfach, ja, einen verdammt guten Job gemacht haben. Dennoch stand immer im Raum, hat hier nicht vielleicht doch der Rektor ein Mädchen aus dem Unterricht geholt und sie von der Polizei belehren lassen, nur weil sie ein Video für die AfD mit Schlümpfen auf TikTok geteilt hatte. Heute wissen wir, nein, deswegen hat der Rektor das Mädchen nicht aus ihrer Klasse geholt, sondern wegen 8 Screenshots, die ihm zugespielt wurden. Und in diesen Screenshots gibt es keine Schlümpfe. Dafür Parolen und rechtsextreme Bildsprache. Parolen wie: In Deutschland wird Deutsch gesprochen. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Oder auch? In Deutschland wird Deutsch gesprochen. Ja, danke. Deutsche Jugend voran. All das sind rechtsextreme Parolen. Schon oft gebrüllt von In Deutschland wird Deutsch gesprochen, ist eine rechtsextreme Parole. Ich dachte, das hat die CSU vor einigen Jahren noch gesagt. Also, ja. Das ist rechtsextrem. Ich sag dazu nichts mehr. Ich glaube, darauf sachlich einzugehen, ist überflüssig. Vertreter einer rechtsextremen identitären Bewegung von Anhängern der AfD oder Neonazis des Dritten Weges. Äußerungen, die... Der Dritte Weg hat, um hier mal maximal diskreditierend in das Video einzugreifen, übrigens die gleiche Position zur Ukraine wie unser lieber Hey Wolfi hier. Also Hey Wolfi vertritt Position des Dritten Weges, sollte man an der Stelle mal erwähnen. Sehr wohl. Für einen Staatsschutz. Hey Wolfi vertritt Positionen, die auch von Rechtsradikalen geteilt werden. Sollte man vielleicht mal erwähnen. ...interessant sein könnten. Und wenn für Schulen eine Order besteht, möglicherweise extremistische Vorfälle zu melden, dann hat der Rektor hier richtig gehandelt. Weil hier bewegen wir uns klar im Rechtsextremismus. Und es brauchte... Also, wenn irgendwelche Antifa-Denunzianten völlig legale Äußerungen einer Schülerin an den Direktor heran oder irgendwelche Parolen soll, an den Direktor heranführen. Also wie gesagt, völlig legale Sachen, die nicht gegen deutsches Gesetz verstoßen. Wie gesagt, in Deutschland ist Deutsch, wird Deutsch gesprochen, ist jetzt keine kriminelle Äußerung oder so. Dann ist es laut diesem Regierungspropagandisten, laut diesem erbärmlichen, unterwürfigen NPC gut und richtig, wenn der Direktor dann die Polizei ruft, damit die Schülerin eine Gefährderansprache bekommt. Also, das kannst du dir nicht ausdenken. Typischerweise erst die Springerpresse. Besser gesagt die Welt. Um genau diesen Fakt einmal klar zu benennen. Weil die Zeitung sprach eben mit dem Rektor mit ein bisschen Abstand und schaffte mal wirklich Klarheit. Dass es halt nie wirklich um Schlümpfe ging. Aber ja, aber die Polizei hat Klarheit geschaffen. Nichts, was die Schülerin gemacht hat, war illegal. Es gab keinen Grund, die Polizei zu rufen. Das hat die Polizei selbst klargestellt. Wie kann man das dann noch verteidigen, was da passiert ist? Wenn nicht mal die Polizei selbst der Meinung ist, dass das sinnvoll war. Das war ja selbst den rechten Akteuren, die die Geschichte für sich instrumentalisierten, wohl relativ schnell klar und deutlich vor der Presse klar. Die AfD erzwang nämlich zum Beispiel eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu dem Thema. Dort sprach dann jedoch selbst der durchaus für seine interessante Wortwahl bekannte AfD-Politiker live Erik Holm. Auf einmal nicht mehr von Schlümpfen, obwohl er das vorher noch getan hat. Jetzt ist eine junge Schülerin, 16 Jahre alt, in meinem Wahlkreis in Ribnitz-Damgarten aus dem Schulunterricht geholt worden, weil sie ein ganz schweres Gedankenverbrechen begangen hat. Sie hat bei TikTok gepostet. Dort hat sie geschrieben,
dass Deutschland nicht nur ein Ort sei, sondern auch Heimat. Und sie hat eine Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und den Schlümpfen noch dazu gepostet. Beide seien nämlich blau. Jetzt trifft es sogar unsere Jüngsten, unsere Kinder, die eingeschüchtert werden durch einen übergriffigen Staat. Neuester Fall, die Ja, auch hier hat Leif-Erik Olm völlig recht. Also 100%. Also ihr merkt, wie gesagt, ich mag die AfD selber nicht. Aber wenn man die AfD darf, dass sie sich für die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards und gegen ideologische Indoktrination an Schulen einsetzt, also dann hat man entweder den Verstand verloren oder man ist ein wirklich bösartiger Regierungspropagandist. Und ich glaube, dass hier eher Letzteres der Fall ist. 16-jährige Schülerin an einem Gymnasium in Ribnitz-Damgarten in meinem Wahlkreis. Ich habe gestern mit der Mutter der Schülerin telefoniert und sie versteht die Welt nicht mehr. Ihr Glaube an den Staat und seine Behörden ist zutiefst erschüttert. Sie sagt ja selbst, wenn der Schulleiter Redebedarf sieht, okay, warum kommt er dann nicht nach Schulschluss auf die Eltern zu? Man kann ja über alles reden, aber wozu bitte schön die Polizei? Was Holm hier halt jetzt verschweigt: Es gab laut Schule ein längeres Telefonat mit den Eltern und erst die Mutter entschied sich danach, zur Jungen Freiheit zu gehen. Und von diesem rechten Block schrieben dann alle anderen ab. Also hat man trotzdem die Polizei angerufen. Also es ändert nichts. Es ist unfassbar. Mädchen wurde zu einem politischen Thema, zu einem Spielball rechter Meinungsmacher. Der Name zur Werbekampagne für rechtsextremes Gedankengut. Der Rektor zum Feindbild von gestörten Außenseitern. Zu Recht. Also der Direktor hat sich in einer Art und Weise verhalten, in der sich ein Staatsbediensteter nicht verhalten darf. Jedenfalls nicht in einem demokratischen Rechtsstaat. Seiten im Internet und zu viele eigentlich qualitative Medien wurden zu Komplizen in diesem ekelhaften Spiel. Aber ich verstehe das Problem. Die Medien haben nicht sofort allesamt die Regierungspropaganda übernommen, sondern haben einfach berichtet, was passiert ist. Also haben sie sich zu Komplizen der AfD gemacht. Als Journalist hat man von Natur aus eine bipolare Beziehung zu Staat, Politik und Ordnungsmacht. Weil man einfach weiß, dass unser Land und unsere Demokratie alles andere als perfekt ist. Weil man weiß, dass es wirklich so viele dämliche, dumme und haarsträubende Geschichten jeden Tag gibt. Und das ganz ohne, dass die AfD einem mit der Nase draufstoßen muss. Und in einer Zeit, in der rechte Akteure ganz offen von Kulturkampf und Medienkrieg sprechen, will man eben auch besonders kritisch sein, um eben keine offenen Flanken zu bieten, in die dann diejenigen hineinstoßen können, die eh immer brüllen, dass die versammelte Journalistenschaft im Land schon lange einfach nur noch lügt. Doch was wir nicht verstehen, ist Folgendes. Damit sind wir genau dorthin getrieben worden, wo uns diejenigen haben wollen, die uns manipulieren. Es ist das berühmte Lose-Lose-Spiel. Folgst du deinem Bauchgefühl und den ersten Indizien und gehst das Risiko ein, dass du der AfD eine neue Waffe gegen dich in die Hand gibst? Oder folgst du dem Tenor und wirst so im dümmsten Fall zum Meinungsverstärker für rechte Propaganda? Und damit zur Waffe. Kann man dieses Spiel gewinnen? Ich denke nicht. Man kann es nur nicht mitspielen. Auch wenn das bedeutet in unserer schnellen Medienwelt, ja, dass man vielleicht einen Trend verpasst. Keine Und Schulen. Das ist unfassbar. Wenn an Schulen Schüler aus dem Unterricht geholt werden und von der Polizei eine Gefährderansprache bekommen, weil sie abweichende Dinge behauptet haben, weil sie, ja, demokratisch wählbare Parteien offen unterstützen. Weil sie auf ihren privaten Social-Media-Accounts, was die Schule ja sowieso nichts angeht, etwas machen. Dann sollen die Medien nicht darüber berichten. Also gut, die Medien sollen über staatliche Repressionen nicht berichten, wenn das der AfD nutzen könnte. Was will man zu dieser völlig absurden Position noch sagen? Wirklich, da fällt mir nichts mehr ein. Da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Eine Reichweite hat und damit auch vielleicht, dumm gesagt, die eigene Zukunft gefühlt gefährdet. Im Falle von Schlumpfgate hätte man die junge Freiheit die junge Freiheit sein lassen können und die Geschichte für ein paar Tage liegen lassen. Und dann mit einem frischen Blick erkennen, ah, Moment mal, irgendwas stinkt hier gewaltig. Wie es ausgerechnet die Welt Nein, getan hat. Nein, da stinkt nichts. Die junge Freiheit hat einfach wahrheitsgemäß berichtet. Also Hey Wolfi hat sie ja selber bestätigt. Die relevanten Fakten, über die sich aufgeregt wurde, die sind wahr. Das sind Tatsachen. Eine Schülerin, die nichts Verbotenes getan hat, hat aus ideologischen Gründen, weil man sie einschüchtern wollte, weil man an dieser Schule ein Klima der Angst erzeugen wollte, eine Gefährderansprache bekommen. Ohne,
Ich sag, ohne dass es dafür juristisch irgendeinen Grund gab. Also, ich frage mich wirklich, wie man sowas verteidigen kann. Das ist wirklich so dermaßen absurd, dass ich dazu, glaube ich, wirklich nichts mehr sagen muss. Also, ja, ich glaube, das Video beenden wir an der Stelle wieder. Wirklich furchtbare, erbärmliche Propaganda. Haltet euch von diesem Kanal Hey Wolfi fern und wenn ihr ihn seht, leistet ihm Widerstand. Das ist wirklich erbärmlichste Regierungspropaganda. Damit wollen wir hier nichts zu tun haben. Also im Chat schreibt gerade, solche Typen sind restlos verblendet, kann mir so viel Unsinn nicht anders erklären. Ja, absolut. 100%. Das ist wirklich furchtbar. Also das ist ein Beispiel für die geistige Degeneration, in die sich die Regierungspropagandisten begeben haben. Also viel mehr wird da nicht kommen. Mhm. Naja, in diesem Sinne würde ich sagen, auch wenn ich heute etwas kränkelnd war, ich muss mir das, glaube ich, nicht weitergeben. Das war so erbärmlich auf einem solch niedrigen intellektuellen Niveau und so antidemokratisch, so völlig offene Parteinahme für jede nicht so aggressive staatliche Repression der Regierung gegen Oppositionelle. Also, einer empfiehlt gerade hier im Chat den Vortrag von Rainer Mausfeld. Ja, den gucken wir uns vielleicht auch noch bald an. Das ist wirklich, wie gesagt, ich mag die AfD nicht, habe ich häufig genug gesagt, aber so eine erbärmliche Regierungspropaganda wie das hier, die verachte ich mindestens genauso stark.